Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ja, noch habe ich gute Laune. Bis jetzt ist noch nichts passiert und ja, ich bin sehr gespannt, wie diesmal die Nacht ist. Wir müssen unbedingt diesen scheiß Teil hier ergattern, sonst kriege ich wirklich hier langsam Arschkrebs. Ich hoffe wirklich, dass wir jetzt endlich mal hier einen scheiß Teil mit nach Hause nehmen können. Sonst kriege ich Hass auf das Spiel, ne? Sonst, keine Ahnung. Sonst deinstalliere ich das, brenne mir das. Nee, ich brenne mir das auf eine CD und mache die CD kaputt. Einfach nur, weil ich es kann. Ich hoffe, diesmal ist die Polizei nicht so nervig. Nein, wir machen wieder Besiege Stufe 5. Und. Ja, einfach mal hoffen, dass es diesmal ein bisschen besser läuft. Ich hab Termine. Tschüssi. Man sieht sich. Ich wollte witzigerweise, weil ich heute ein bisschen früher nach Hause gekommen bin, das kann ich euch mal erzählen. Ich hab auf Arbeit heute wirklich so einen Kulturschock bekommen. Sagen die uns wirklich so, kamen die Chefin zu uns, ich muss mal mit ihnen allen sprechen. So, okay. Hab ich gesagt, ja, gut, können wir machen. So, da dachte ich mir irgendwie, ja, wird doch bestimmt jetzt hier wieder, ne, Maskenpflicht. Das haben wir ja eh schon, aber irgendwie, dass wir jetzt noch, ups, scheiße, jetzt habe ich gerade ein bisschen nicht drauf geachtet. Hab so gedacht, ja, wird bestimmt jetzt hier, dass wir jetzt noch nebenbei, was weiß ich, uns von innen reinigen müssen oder immer Hände waschen müssen oder was weiß ich. Nein, die haben sich noch was Lustiges einfallen lassen, also die müssen das machen. Wir haben jetzt nur noch eine... Wir haben jetzt nur noch ein Vier-Schicht-System. Das heißt, wir haben anscheinend Drei-Schicht-System, haben wir jetzt ein Sechs-Schicht-System. A, 4 Stunden. So stand ich erstmal da, habe ich gefragt, naja, ist okay, aber bedeutet das jetzt, dass wir jetzt immer nur 4 Stunden pro Tag arbeiten dürfen oder dürfen wir mehrmals kommen? Nee, wir dürfen nur 4 Stunden arbeiten pro Tag. Und das übernimmt dann... die andere Abteilung, neben uns dann die Abteilung, dann die anderen 3 Stunden, 3 Schichten da, die anfallen jetzt. Und ich dann so, hä? Hat dann so gefragt, wie ist es denn mit Gehalt und sowas? Das Gehalt wird leider erstmal gekürzt, da habe ich so gesagt, okay. Kacke, wie soll man jetzt mit dem Gehalt auskommen? Ne, das ist, bin ich auch ganz ehrlich, das ist jetzt... Scheiß wenig, ne? Ihr müsst euch vorstellen, 4 Stunden, ne? So habe ich ja mit allen Zuschlägen und sowas richtig gut verdient, ne? Also konnte nie meckern, aber es fallen ja auch, weil ich jetzt nur Frühschicht mache, mir fallen jetzt meine ganzen Zuschläge weg und ich kriege jetzt wirklich nur rein, ja, sage ich euch jetzt einfach mal ganz plump, 800. Saß ich dann so da, hab mir so gedacht, alles klar. Wie soll man mit 800 Euro jetzt über die Runden kommen? Haben wir alles raus ausgerechnet und sowas. Das ist bei mir momentan. Ich lebe jetzt. Ja gut, 800 ist mehr, ich glaube ein bisschen mehr als Hartz-IV-Satz. Also es ist halt wirklich ein bisschen mehr als Hartz-IV-Satz, ne? Ist ja nicht so, dass man Fixkosten und sowas hat, ne? Ist ja nicht, dass man sich auch was gönnen möchte, ne? Boah. Da waren wir heute, aber nicht nur ich, also wir hatten einige, die extrem angepisst waren, gerade Eltern, was ich aber auch verstehen kann. Die müssen irgendwie ihre Kinder versorgen. Die müssen gucken, dass da das Geld reinkommt, was jetzt einfach überall fehlt. Ne? Stellt euch mal vor, bei einem Mann kommt das jetzt auch noch zusätzlich. Der Mann kann irgendwann auch nur noch... 4 Stunden arbeiten, da fehlt das Geld vorne und hinten. Und ich mecker als Single gerade rum, ne? Weil man sich ja dann doch ein bisschen, ich sag mal, so ein Standard. Ja, klingt zwar doof, aber man hat sich ja irgendwie dann doch ein bisschen so ein Standard aufgebaut, ne? Und ja, ist halt jetzt so, ja, bisschen doof. Und da haben wir so gesagt, ja, kann man das nicht irgendwie regeln? Können wir das nicht irgendwie jetzt anders machen? Weil das ist halt wirklich sehr viel Geld, was wegfällt. Ne? Bei mir sind es noch zusätzlich die ganzen Zuschläge und. Also natürlich für die, die nur Nachtschicht jetzt 4 Stunden haben,
Gut, die verdienen natürlich ein bisschen mehr. Die kommen dann mit allen Zuschlägen rein. Also wirklich mit allen Zuschlägen sind die. Gehen sie 4 Stunden arbeiten, kommen sie mit 1000 Euro so nach Hause oder über 1000 sogar. Ne? Da, gut, okay. Das habe ich ja alles nicht in der Frühschicht. Und ja, wir wollen jetzt gucken, wie das klappt, weil wir haben einige bei uns auf Arbeit, was ich aber auch verstehen kann. Ja, wie soll ich das sagen? Ich sag's mal so, die Urlaub genommen. Ich sag mal so, die haben sich jetzt Urlaub genommen. Ich nenn's mal Urlaub. Ne? Die haben sich jetzt erstmal Urlaub genommen. Das heißt, es fehlen natürlich jetzt auch hier und da ein paar Leute. Mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass ein paar von denen wiederkommen. Ne? Weil das ist ja nicht für immer. Soll bei uns bis, ich glaube, bis Februar soll es jetzt gehen. Und mal gucken, ob die nach ihrem Urlaub wiederkommen. Ich kann es natürlich, wie schon gesagt, ich kann es verstehen, dass viele sagen, nee, die suchen sich dann lieber was, wo sie 8 Stunden wieder arbeiten gehen können und einfach mehr Geld haben. Weil wie schon gesagt, wie will man mit 800 Euro, wie will man dann eine Familie ernähren? Geht einfach nicht. Ja, es hat mich heute so ein bisschen, ein bisschen abgefuckt, ne? Weil es dann doch schon sehr, sehr wenig Geld ist, ne? Und ich überlege, also jetzt nicht böse gemeint, aber es gibt halt viele, die komplett vom Staat leben und die gehen dann so viel mit so viel Geld raus. Und ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich vom Staat, ne? Ich weiß ja, wie es ist, ne? Und man geht dann so, ja, mit dem Geld raus. Die von Staat leben, das ist dann schon ein bisschen heavy. Ja, natürlich kann unsere Chefin, unsere Abteilungsleiterin absolut gar nichts dafür. Ist auch eine ganz liebe, ist eine ganz nette, mit der kann man auch ordentlich reden und Späßchen machen. Aber es ist halt schon, doof. Ne? Gerade auch so zur Weihnachtszeit, wo man sich vielleicht mal was gönnen möchte oder halt anderen eine kleine Freude machen möchte. Das Kleines kaufen möchte und auf einmal steht man so da mit ein paar Euros nur, ne? Naja, gut. Aber irgendwie kommen wir da alle durch. Ich glaube auch gar nicht, wie schon gesagt, die Leute, die Urlaub in Anführungszeichen gemacht haben, wie leer die ganzen Abteilungen waren. Ich habe heute mit einem Typen zusammengearbeitet, ne? Mit einem Typen. Wir sind eigentlich immer so zu 5 zu 6, ne? Wir haben jetzt mit einem Typen habe ich heute zusammengearbeitet. Dann in anderen Abteilungen waren auch noch zu zweit und sowas. Das ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich hatte schon Angst, dass Geisterstunde ist. Also müsst ihr euch vorstellen, ihr kommt auf Arbeit und es ist gefühlt keiner da. Sonst hat man ja gerade unsere älteren Damen gerne mal gackern gehört. Während der Arbeit, vor der Arbeit, in der Pause. Und nicht mal das ist mehr, ne? Wir haben ja... Wir haben ja bei uns auch ein paar ältere Damen. Nee, Alter. Wie schon gesagt, die hat man ja sonst immer gackern gehört. Aber selbst das fällt ja jetzt weg. Naja. Muss man jetzt durch. War, wie schon gesagt, für mich heute natürlich ein Schock. Alter, was ist denn heute los schon wieder mit mir? Ist natürlich... Ja, doof. Aber so ist es jetzt halt. Ne? So, ich muss ganz ehrlich sagen, so mit der Maske war ich ja noch ein bisschen einfach schon, obwohl das nach 8 Stunden wirklich irgendwann. Für die Leute, die rummeckern im Büro oder sowas, ne? Meine Freundin der Sonne. Ja, ich verstehe das, aber arbeitet mal bitte mit einer Maske zum Beispiel. Als Elektroniker oder arbeitet mal mit der Maske in einer großen Halle, wo ihr auch mal schweißen müsst oder übelst krasse Sachen heben müsst und. Aber dann, ne, dann ist die Maske, also wenn ich dann immer so höre und wir haben ja bei uns auch eine Abteilung, so ein paar Frauen, die natürlich auch im Büro arbeiten, wenn ich dann so höre, oh ja, die Maske ist so schlimm, die dann mit dem Kaffee, ach, ja, witzig,
die dann irgendwie mit dem Kaffee so entgegenkommen, weißt du, und du kommst da so mit 3000 Kilo Gewicht entgegen, übelst am Schwitzen, hast die scheiß Maske in der Fresse, siehst kaum was und du so mit dem Kaffee, oh, ja, die Maske, die stört doch bei der Arbeit und ich denk mir so, am liebsten würde ich jetzt was sagen, aber ich lass es. Ich lass es einfach. Aber wir können ja trotzdem das Rennen einfach mal starten, ja. Naja, wie schon gesagt, das wird schon irgendwie. Es ist halt gerade momentan einfach alles Mist. Es ist halt alles einfach nur noch Mist. Und wie schon gesagt, ich... Weh, der fährt jetzt bei mir. Also. Und wie schon gesagt, ich mecker halt als Single rum, okay, ne? Man kommt da schon mit 800 Euro, kommt man ganz gut über die Runden. War damals von meiner Lehre auch nicht anders. Also es ist halt, wie schon gesagt, es ist halt weniger Geld, ne? Es ist halt viel weniger Geld, ne? Ja, ich verstehe dann halt auch viele Leute, die gesagt haben, nee, ich mach mal kurz Urlaub. Obwohl das vielleicht bei den meisten einfach nur so eine, eher so eine krasse Überreaktion, denke ich mal, von denen war. Was ich auch, wie schon gesagt, verstehen kann, ne? Weil bei uns haben halt manche ein Haus, müssen ein Haus abbezahlen und pipapo. Und das ist mit 800 Euro ein bisschen schwierig. Wie schon gesagt, also ich als Single brauche gar nicht erst meckern, ne? Also ich habe da eigentlich gar nichts zu melden, ne? Manche müssen noch mit noch weniger Geld auskommen, die in der Lehre sind. Also, ich mecke hier gerade wegen 800. Aber ich hoffe, ihr versteht so ungefähr, was ich meine. Ist halt doof. Ist halt einfach doof. Obwohl, wie schon gesagt, 800 nicht ganz stimmt. Also, ist ein bisschen mehr, aber. Ich rechne da. Wow. Was ist denn heute mit mir los, ey? Ohne Mist. Ich rechne da ein paar Fixkosten mit rein. Schon. Ich meine, wie essen gehen da auf Arbeit. Ne? Oder ich habe auch eine Fahrkarte, die kostet natürlich auch 60. Ne? Rechnet man natürlich alles schon mit rein. Ist natürlich ein bisschen mehr, aber wenn man, wenn man natürlich die ganzen Fixkosten mit dazu rechnet, die allein schon nur, sage ich mal, in Anführungszeichen für Arbeit sozusagen drauf geht, so Fahrkarte brauche ich ja. Ob ich auf dem ersten Platz hier noch komme, ey. Ich glaube, die sind weg. Ah, die sind ja komplett weg, ne? Also ich sehe die ja gar nicht mehr. Ey, ich sehe die ja absolut gar nicht mehr, ne? Hat das was gebracht? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ey, es läuft heute. Können die... Der Verkehr geht mir echt auf den Sack. Jetzt mal ganz ehrlich, der geht mir langsam wirklich auf den Sack. Ja, natürlich. Okay, die Polizei, ich dachte wirklich, jetzt die Polizei verfolgt mich, aber nee. Okay, wo ist das Rennen eigentlich? Stufe 5 Rennen. Da unten. Wir können ja schon mal dahin fahren. Warum ist das ein Rundkurs? Nee. Das ist ein Rundkurs. Dann fahren wir dahin
Ich denke mal, nach dem Rundkurs werden wir die 5er-Marke dann haben. Ey, das ist wirklich das erste Mal in der Need for Speed Teil, wo ich eher die Polizei als richtig lästig empfinde. Ist dein Ernst jetzt? Jetzt fährt er nie hier lang, oder? Es macht halt keinen Spaß auszuweichen und sowas, ne? Es ist halt einfach. Hat auch nichts mehr in meinen Augen mit Rennspiel zu tun. In Most Wanted konnte man ja wenigstens die Polizei noch übelst cool kaputt machen, ne? Indem man, keine Ahnung, durch eine Baustelle gefahren ist oder sowas. Aber es geht ja hier alles nicht. Man hat kaum Chancen, die Polizei loszuwerden. Das ist einfach nur noch lästig. Ich finde auch auf der Map gibt es halt auch kaum Ausweichmöglichkeiten, ne? Gut, ich kann mit einem Onroader jetzt Offroad fahren, aber ja gut, da brauche ich eine halbe Stunde, bis ich dann an mein Ziel bin. Auch nervig irgendwie. Will ich euch auch nicht antun. Was ich jetzt auch mal kurz machen muss. Oh komm, fahr, mach Eier. Boah, ist die Polizei hier lästig in dem Game. Mein Herrn, ey. Problem ist, ich weiß nicht so ganz, ob wir das schaffen. Was wir versuchen können, warte mal, hier oben können wir driften. Ich glaube, das sammeln wir auch Heat, ne? Weil ich glaube, nur das Rennen reicht nicht. Ja, wir haben. Oh Mann! Aber wir sammeln, glaube ich. Sammelt man damit Heat? Ich glaube, wenn wir das Ziel erreichen, ne? Es hält mit dem BMW so nutzlos. In der Zeit hätte ich jetzt 50 Rennen fahren können. Okay, ich lasse sein. Gut, ich hab's verstanden. Ah nee, fuck, hier geht's ja noch weit. Ach Mann! Oh. Hätte ja nur driften können. Ach, leck mich doch. Heute funktioniert einfach gar nichts. Ah, auf Arbeit war kacke. Wie schon gesagt, weil keiner da ist irgendwie. Komplette Einöde. Was? Kaum jemanden zum Quatschen. Also halt den engen Kollegen, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt so, ja. Ja, mit ihm so gerne rede. So. Der kommt irgendwie so, aus sich kommt er irgendwie gar nicht raus. Also ich versuche mit denen immer wieder so ein Thema anzufangen, aber nö. Guckt mich dann an und ja. Das ist ja eine schöne Frage, was machst du heute? Und es geht dann 4 Stunden lang. Das ist halt auch nie wirklich angenehm. Muss ich ja wirklich sagen. Und ja, bevor jemand fragt, ja, ich bin so auf Arbeit gegangen. Es ist scheiße warm bei uns. Scheiß Klimaanlage. Und wie schon gesagt, wenn man gerade so große, oh, da mussten wir wieder so große Dinger rumtragen. Maschinenteile, die ein bisschen was wiegen, ne? Wenn man solche Dinger 60 Kilo oder sowas und die ganze Zeit hin und her schleppen muss, glaubt mir, da seid ihr froh, dass ihr was Kurzärmliches habt.
Wenn ich immer die alten Damen, die dann immer so sagen, da erkältet man sich doch. Ah, die sind nett. Die Damen sind nett. Sind ganz cool. Könnten zwar alle 100-fach meine Mutter sein. Nee, war nicht so gemein. War ein Spaß. Nur 99-fach. Bei anderen denkt man sich so auch, ja, die sind doch schon lange eigentlich, schon lange über der Rente, aber nee, scheinbar noch nicht. Die müssen glaube ich noch ein paar Jahre, aber bei denen denkt man auch so, ob die überhaupt noch so lange aushalten, weil die sehen schon wirklich schon, ja, das sieht noch, da muss ich sagen, das sieht manchmal eine Leiche noch viel erfrischender aus. Entschuldigung, aber wir haben wirklich solche Damen, die halt schon so, ja. Aber immerhin, es macht denen Spaß. Die machen ja, was ich ganz cool finde, die machen ja eher Maschinenbedienung und, was ich auch gerne, wenn mal was schief gelaufen ist. Ups. Falsche Tabletten oder irgendwas, dass sie die Tabletten dann aus dem Blister rausholen. Aber kriegen ganz gutes Geld. Also dafür, dass sie sind ja, meistens sind ja schon 30 Jahre, über 30 Jahre in der Firma. Glaub mal, die haben an das Geld, was die für Tabletten rausdrücken bekommen aus dem Blister. Also da würden viele umkippen für das Geld. Also würden viele gar nicht fassen, wie viel Geld die bekommen dafür. Das sind weit über 2000 netto. Netto, ne? Wir reden hier gerade von netto. Weit. Ich glaube, die verdienen sogar schon fast. Vorne schon, müsste glaube ich bei denen schon eine 3 sein, ne? Aber ist halt nicht die ganzen Zuschläge reinraum. Ich glaube Gefahrenzuschlag. Ich hab mir noch nie die ganzen Zuschläge, ich glaube Gefahrenzuschlag müsste auch mit dabei sein. Wenn die Frauen, die Damen, die dann abends arbeiten. Ne, kriegen ja dann. Ja, dafür, dass sie nur Tabletten rausdrücken. Aber ich weiß nicht, ich könnte das nicht. Jeden Tag, wirklich jeden Tag, die ganze Zeit hier irgendwelche Tabletten rausdrücken. Und das irgendwie 10 Jahre lang. Ja, viele machen das, glaube ich, ja, schon 10 Jahre lang. Ich glaube, weil der Chef dachte, dass die endlich mal hier. Ne? Gott hallo sagen. Nee. Ah, sieht schon cool aus, ne? Ohne Reifen. Das ist die große Frage. Okay. Repariert sich einfach wieder. Ich glaube, müssen wir nochmal fahren, ne? Kann man hier eigentlich auch was umstellen? Nee, ne? Ach man, ich glaube, das Rennen müssen wir nochmal fahren. Oder wir fahren jetzt hier hin mit Verfolgungsjagd. Aber dann weiß ich jetzt schon, ich werde die nie wieder los. Wundert euch nicht, wenn ihr das morgen früh in eurem Social Media Feed seht. Alles klar, ich kann ja niemals verfolgen, den ich will. Oh nee, oh! Jesus! Ich dachte wirklich, jetzt wird's hier richtig tief. Gut. Ich dachte, er will mir jetzt hier auf den Sack gehen. So. Warte mal, krieg ich dafür? Nee, warte mal. Gehe ich extrem kaputt? Ein bisschen. Habe ich dafür... Scheiße, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Habe ich dafür jetzt Heat bekommen? Ich glaube nicht, ne? Ja, dann fahren wir das nochmal. Na gut. Nee, also das haben die echt irgendwie kacke gemacht. Also in dem Teil, weiß ich nicht.
Es war damals immer so schön, Polizeijagd, Verfolgungsjagd und keine Ahnung, man geht hier übel schnell auch kaputt, habe ich so das Gefühl. So, die treffen einen und man ist gefühlt schon kaputt. Also ganz leicht so, ne? Mit 160 Sachen oder 200, ne? Da geht man da ein bisschen mehr kaputt, aber man muss das Spiel ja nicht so realistisch machen. Man kann ja auch, ne? Ist ein Spiel. So viel Realismus bräuchte ich nicht, dass ich mit 160 Sachen oder mit 200 Sachen in Polizisten reinfahre und dann direkt kaputt bin. Klar, Realismus ist geil, aber man kann es auch übertreiben. Da geht irgendwann dann doch ein bisschen der Spielspaß flöten, muss ich sagen. Weil es einfach, das ist halt einfach nur belastend, ne? Ich muss jetzt so scheiß Heat-Level sammeln, ne? Naja. Und dann, das Geile ist. Ist ja noch nicht mal, ne? Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich das schaffe, ne? Ich muss ja dann das Teil noch nach Hause bringen und die kennt mich, ne? Wenn ich das Teil nach Hause bringe, du. Da kommt das Teil nicht mehr an. Da kommt gar nichts mehr an von meinem Teil. Weil ich gerade gesagt habe, Teil. Deshalb musste ich gerade so ein bisschen reinschmunzeln. Wir haben bei uns erinnert. Hab heute Generalschlüssel geholt. Ich musste was rausholen. In den Schrank. Steckst du den Schlüssel rein und dann kommt die so von hinten und sagt so zu mir. Ich habe das zuerst gar nicht gecheckt, was sie damit gemeint hat. Ne? Du steckst auch überall dein Teil rein. So an, hä? Die lacht so, lacht mich und zwingert mich so an und ich so, hä, was will denn die? Und dann habe ich das aber erst gecheckt. Ich so, ach so, ja, lustig. Ich konnte da halt erstmal gar nicht lachen, weil ich habe es erstmal 3 Stunden lang nicht gecheckt, was sie damit meint. Und ja, die ist halt gefühlt schon 80, ne? Das ist jetzt, ja. Die macht mir auch, das ist kein Witz, die macht mir halt auch voll oft so Komplimente, aber nee, die können halt 50 Mal meine Mutter schon sein. Also, nee. Nee, nee, das lassen wir mal. Also, ja, man kann ja so manchmal so Witze, find ich ja vollkommen okay, kann man ja machen. Aber man kann es auch übertreiben. Was ich schade finde, ich habe zum Beispiel Ena, die ist jetzt neu, sag ich mal, 4 Wochen, so. Mein Alter. Wurde jetzt angelernt. Ne, macht aber auch Maschinenbedienung. Und mit der hatte ich auch manchmal Schicht. War. Oder die Waldfee. Mit der habe ich jetzt leider nicht mehr, weil die Spätschicht hat. Mann, ey. Doch scheiße. Boah, weißt du was? Ich fahre jetzt einfach dahin, in der Hoffnung, dass wir irgendwo noch Heat sammeln können. Das ist so lästig gerade. Ich will halt keine Verfolgung. Was sind mit dem Polizisten? Achso, ich dachte, der fährt jetzt hier. Ich habe halt absolut keinen Bock auf eine Verfolgungsjagd. Die geht dann wieder 5 Stunden und sperrt nie wieder los. Guck mal, hier ist ein Tag. Ja, das kann man ja noch mal mitnehmen. Das Tagelei. Hä? Hab ich doch, oder? Jetzt hab ich's, okay. Ich frage mich, wo eh noch alle. Ich hab pro Gebiet irgendwie Filme. Warte mal, hier sieht man's ja. Wenn überall Tags, überall, ne? Schon ein bisschen nervig. Ich dachte, ich hätte schon viele gefunden, aber ne. In jedem Gebiet fällt mir 3, 4, 5 Decks.
wo soll ich denn jetzt hier noch Heat sammeln? Das geht mal auf den Sack. Wirklich jetzt. Und was ist denn das hier nochmal? So driften wieder, ne? Ich denke mal, bei den Driften kriege ich auch Heat. Das Problem. Falsche. Ach man. Auf der Suche nach Heat. Das haben die echt so kacke. Es ist halt lästig wie Sau, ey. Meine Herren. Wow. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich dachte, ich krieg da ein bisschen mehr. Aber eigentlich jetzt nicht so mein Plan. Ich wollte eigentlich eher gucken. Hä? Hä? Wie kriege ich ihn hier? Kann ich hier gegenfahren einfach? Nee. Hä? Bin ich doof? Wie kriege ich denn da oben die beschissene Plakate? Jetzt mal ohne Spaß. Ah, warte mal, ich habe eine Vermutung. Kann das so sein? Ja, ich glaube, so ist es gedacht. Oh nee, oh Gott, das war gut. Mutti, können wir irgendwo noch. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass man so schräg anfahren muss. Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Ihr sagt bitte auch dazu nichts mehr. Wie komme ich denn jetzt? Oh, ich hab die Schnauze voll. Hier ist auch nirgendwo eine Rampe, ne? Was war denn das jetzt? Oh, ein Pixelfehler oder was? Willst du mich verarschen? Gut, müssen wir nochmal machen. Ob das was bringt, dass ich jetzt noch einen Stern sammle. Oh, zwei Sterne. Okay. Na, vielleicht klappt das. Vielleicht schaffen wir sogar drei Sterne. Und dann haben wir unsere fünfte Stufe. Wird eine sehr lange Folge diesmal. Wird eine sehr, sehr lange Folge, aber naja. Dann ist es schlimm. Kann ja auch mal sein. Warte mal, wann das ist. Was war das jetzt? Nix oder was? Haben wir irgendwie so, ne? Nee. Das fahre ich hier nicht.
Das komme ich so niemals lebendig an, weil ich schon wieder von einem verfolgt wird. Nee, nee. Habe ich jetzt gar nichts bekommen? Weil ein Stern hier reicht oder was? Ach, hätte ich niemals hinbekommen. 15.000. Ey, in der Zeit. Ich glaube, wir haben ein bisschen Heat jetzt bekommen nochmal, ne? Ich werde es nochmal versuchen. Ich glaube, das reicht schon, wenn wir wenigstens 5.000 schaffen. Gut, das war jetzt aber auch scheiße. Aber wir versuchen es nochmal. Ey, ich raste so aus, wenn ich das gleich überhaupt gar nicht mehr schaffe, ne? Also... Ich muss das Teil ja immer noch nach Hause bringen, ne? Oh, das ist so wenig Heat, was man hier sammelt. Aber es müsste jetzt... ein Marder-Hammer. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob wir überhaupt Heat sammeln. Aber ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus. Musst du, ey, muss der Verkleid hier so nerven. Okay, ich versuch's nochmal. Wenn mir jetzt gleich die Polizei auf den Sack geht, ne? Schmeiß das Spiel dann weg. Ciao. Irgendwo muss ich jetzt noch den Schnipsel-Heat gut machen. Nicht so. Och, nee, Mutti. Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür habe ich jetzt absolut keinen Bock, ein Rennen zu fahren, ne? Wir werden es einfach jetzt nochmal so versuchen, dass wir es einfach nochmal... Ach, diese Nerven liegen jetzt hier unten in der Ecke. Nee, bringt nicht auch. Mädels. Bier, komm. Danke. So, jetzt können wir endlich mal das Heat-Rennen hier fahren.
Meine Herren, ey, hat das gedauert. In der Zeit hätte ich einfach 50 Rennen fahren können. Das war ein bisschen doof von mir. Ich dachte, es geht ein bisschen schneller. So, jetzt müssen wir das Rennen jetzt überleben. Ich denke mal, das wird gar nicht so die Schwierigkeit sein. Die Schwierigkeit wird wieder sein, nach Hause zu fahren. Das ist jetzt schon eine 40-Minuten-Aufnahme. Wisst ihr, wie lange dafür mein PC wieder rendern wird? Der wird jetzt 5 Stunden locker. 5 Stunden wird er wieder rendern. Naja. Komm, geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich wollte jetzt gerade eiskalt gerade ausfahren, weil ich dachte, das Weiße wäre ein Tunnel. Der hat ja auch gar keinen Bock, sich überholen zu lassen, ne? Der ist da... Weil ich hatte gerade die Möglichkeit, ich... Oh Mann! Weil ich mal ganz kurz Offroad gefahren bin. Ich muss gerade sagen, so wie es gerade ist, ist es gar nicht mal so schlecht. Ja gut, jetzt überhole ich den. Oder auch nicht. So war es eigentlich gerade gar nicht so schlecht, weil ich wusste ganz genau, wie ich fahren muss. Na gut. Alter, zieh doch mal nicht so vorbei. Was hältst du mal von Bremsen? Hier bremst ja oder was? Och, Alter, nee. Ich möchte nochmal von euch nicht gejagt werden, danke. Habt ihr das? Nee, habt ihr das schon nie gesehen. Ihr habt genau in dem Moment geblinzelt, ne? Hättet ihr mal nie geblinzelt. Das hättet ihr sehen müssen. Ich frage mich die ganze Zeit, für was der Helikopter eigentlich ist. Wenn ich mich hier oben hinstellen kann und die mich nicht mehr finden. Aha. Wie kriegt man eigentlich die anderen Garagen? Ich will eine Garage hier unten haben. Ich will irgendwie eine hier. Ich will die haben. Das Versteck würde ich gerne haben wollen. Weil ist ja schon mal aufgefallen, wie oft wir hier unten sind. Tschüssi. Was für eine Scheiße. Ich beende diese Verfolgung. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Was? Wir lassen den Wagen entkommen?
Das hatte ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Wer quietscht denn hier so? Ach, der da. Der fährt die ganze Zeit. Oh Mann, ey. Jo, ich glaube, die zwei hängen hier fest. Ne? Gut, mal gucken, ob wir. Ne, jetzt fährt der eine aber da, ne? Ich will mir nicht. Auto ist müde. Hallo? Wo bin ich denn jetzt? Guck mal, ob ich so rauskomme. Der fährt ganz dagegen. Ach du Scheiße. Wir müssen nur mit den zwei Teilen einfach nur zu Hause ankommen. Mehr will ich nicht. Ich glaube, bis jetzt sieht es ganz gut aus, ne? Kann gerne so bleiben. Einmal hier links. Können wir hier auch lang, ja, ne? Fahr ein bisschen Offroad. Komm, da fahr ein bisschen Offroad. Funktioniert ja auch. Ah, mal hier. Den Baum können wir natürlich nicht kaputt machen. Ist ja irgendwie so nervig, ne? Dass man manche Bäume gehen kaputt, manche. Klar, die dicken Stämme, aber dann sollen die es komplett sein lassen. Diesen Flamingo. Nee, oder? Nee. Das wäre, glaube ich, hier unten, ne? Gut, hier oben können wir. Kommen wir kurz dran. Ist der hier unten? Ja, der müsste, denke ich mal, unter der Brücke sein. Da. So, weiter geht's. Was ist los? Da war ein Kieselstein. So, jetzt wird's wieder lustig. Kann ich mal die ganzen Dinger hier ausmachen? Gehen die oder so? Aha, bringt mir nichts auf der Minimap, ne? Ich sehe keine. Da, doch, da ist Polizei. Dann fahren wir mal hier längs. Fahren wir hier einfach. Ne, wir können ja hier gar nicht. Können wir hier durchfahren? Das Ding hat. Doch, das Ding hat hier vorne noch einen Ausgang. Dann fahren wir hier durch. Hä, hier? Doof, Spiel? Oh, hier längs. Wehe. Wehe, hier ist jetzt irgendwie wieder Polizei, aber sieht gut aus. Wir haben es mal geschafft. Wir haben es geschafft. Gut gemacht. Ja,
Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.